Hallo liebe Freunde des Weltackers. Ich stehe hier am Leguminosenbeet. Hier haben wir verschiedene Leguminosen oder auch Hülsenfrüchten angebaut. Und ich zeige euch jetzt was ganz Besonderes, eine ganz besondere Eigenschaft von dieser Pflanzenfamilie. Und zwar, das ist ihre Fähigkeit, ihre eigene Düngemittel herzustellen. Alle Pflanzen brauchen Stickstoff, die meisten Pflanzen holen das aus dem Boden oder wir düngen den Boden. Und diese Pflanzen, die haben diese Fähigkeit, durch eine Symbiose mit Bakterien ihren eigenen Stickstoff zu produzieren. Und zwar passiert das Ganze an den Wurzeln. Vielleicht könnt ihr das jetzt gerade nicht so gut sehen, aber hier sind die sogenannten Knöllchenbakterien, ja, so eine Art Verdickung von den Wurzeln. Und durch diese Symbiose können diese Pflanze Stickstoff aus der Luft fixieren und versorgen sich quasi so mit ihrem eigenen Stickstoff und hinterlassen den Boden auch fruchtbar. Und deswegen haben diese Pflanze eine super wichtige Rolle, nicht nur in unserer Ernährung zu spielen, sondern auch in der Landwirtschaft, in Fruchtfolgen, um einen fruchtbaren Boden auf natürliche Weise zu hinterlassen. Das war's. Bis bald.